Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, heute diesen Vortrag halten zu können, der mir sehr, sehr wichtig ist. Viele, die mich schon erlebt haben, haben sicherlich schon Passagen davon gehört. Und insofern heute der Vortrag Programmieren und unsere Verantwortung, die wir als Entwickler haben, die Firmen haben, für die wir arbeiten oder wie vielleicht in meinem Fall sogar die Firma, die ich repräsentiere, die mir gehört. Oder wo wir Vorstand sind, wo wir Leitungspersonal sind, Architekten, IT-Verantwortliche, CEO, wie immer wir das Ganze nennen wollen. Welche Verantwortung haben wir für die Umwelt? Ich habe im Hintergrund mir mal einen Film zusammengestellt. Ich blende mal das vordere Bild aus, damit Sie das Ganze sehen. Das sind Impressionen, die ich einfach mal gesammelt habe. Da bin ich zu Pixabay gegangen und habe Naturbilder aufgenommen, so wie ich sie aus meiner Kindheit kenne. Ich bin in Mecklenburg aufgewachsen und habe eben sehr viel Wasser erlebt. Und Natur ist was Wunderschönes. Und die Frage, die sich für uns alle stellt, ist, wie werden wir diese Natur an unsere Enkel übergeben? Ich möchte jetzt gar nicht mal die Kinder sagen, die sind schon da, sondern wie an die Enkel und Urenkel geben. Werden sie das so noch erleben können? Und tragen wir da eine Verantwortung? Und ich möchte jetzt gar nicht zu anderen zeigen, wie das leider oft gemacht wird, sondern für mich ist ganz wichtig, welche Verantwortung haben wir als Programmierer, was können wir ändern, um hier was zu unternehmen. Und das trifft jeden, egal ob Sie jetzt mit dem C++-Builder arbeiten, das ist ein C++-Builder-Vortrag, natürlich geht das in diesem Vortrag am Ende auch um C++. Aber auch wenn Sie in Delphi entwickeln, ist das natürlich eine entscheidende Rolle. Was kann ich verändern, was kann ich machen, welche Verantwortung trage ich selber? Und wie gesagt, unsere Natur ist wunderschön und sie ist es einfach wert, dass wir sie erhalten an dieser Stelle. Ich möchte ja auch gleich nochmal aufmerksam machen und mich an dieser Sache vielleicht auch ein bisschen anschließen. Wir haben natürlich den Earth Day am 22. April 2001, der jedes Jahr stattfindet und gerade auch dieses Jahr natürlich mit einem Lichtschimmer, dass wieder Sonne dazugekommen ist, weil der amtierende US-Präsident Biden ja sich ganz klar zum Klimaschutz geäußert hatte, dem Pariser Abkommen wieder beigetreten ist, der auch den World Earth Day in den Vordergrund gerückt hat und da eine entsprechende Konferenz anberaumen will und mitveranstalten will. Und insofern sollten wir alle überlegen, wie können wir unseren Beitrag leisten? Was können wir tun und was können wir verändern? Und ich bin jetzt einfach mal ein bisschen in die Medien gegangen, habe einfach geguckt. Ich mache mich jetzt hier ein bisschen kleiner, damit wir das Bild besser sehen an dieser Stelle. Und weiß jetzt gar nicht, warum er sich hier jetzt so schwer tut. Wir haben hier einfach eine Kante mit drin. Nehmen wir mal an, dass das der Hintergrund ist, der gleich verschwinden wird. Und gehen noch gleich ins Thema rein. Wir haben das Problem Internet und Rechenzentren. Das Internet mit den dazugehörigen Rechenzentren verbraucht so viel Strom, dass der CO2-Ausstoß heute doppelt so hoch ist wie der weltweite Flugverkehr. Das ist eine Aussage, die aus der Welt kommt. Vier Fragen an Friday for Future. Sie erinnern sich vielleicht alle noch, dass da die Besetzung des Bundestages war im Juni 2019 und der Bundestagspräsident Herr Schäuble da sehr souverän reagiert hat, den Jugendlichen auch entsprechende Fragen gestellt hat und ihnen gesagt hat, sie können da liegen bleiben, wenn sie dann am nächsten Tag weg sind. Und da eben auch die Problematik Internet mit ins Spiel gebracht hat. Also wie gesagt, der CO2-Ausstoß der Rechenzentren ist doppelt so hoch heute wie der internationale zivile Luftverkehr. Das muss man vielleicht einschränkend dazu sagen. Und die Rechenzentren, die alleine in Deutschland laufen, der größte Teil davon im Raum Frankfurt, entspricht dem Verbrauch einer Stadt mit 10 Millionen Einwohnern. Nun haben wir in Deutschland gar keine Stadt mit 10 Millionen Einwohnern. So, und ganz wichtig ist, wenn es gibt entsprechende Studien, die belegen, dass der Stromverbrauch durch die Internetnutzung in 20 Jahren so groß sein wird, dass der komplette heutige Strom, der erzeugt wird, damit aufgebraucht wird. Das heißt, wir reden immer über Energiesparen, wir reden über grünen Strom. Der Anteil des grünen Stroms ist in Deutschland leider kleiner, als wir immer denken. Ich blende mich jetzt mal kurz aus, damit Sie die Folie im Ganzen sehen, die dahinter steckt. Und
wir reden immer über Stromersparnis und letztlich haben wir im Hintergrund einen ganz großen Verbraucher liegen, der den Strom weiterverbraucht. Deswegen gehe ich weiter durch die deutsche Presse und gehe einfach mal auf die Telepolis-Seite. Das ist der Heise Verlag. Am 8. Juni 2020, also ein Jahr später, ist ein Artikel erschienen, Klimawandel und Internet, beziehungsweise der Artikel war Stromfresser Internet. Und da kann man im Grunde genommen sagen, also zurzeit sind ungefähr 58% der Weltbevölkerung online. Vor 3 Jahren sind das noch 50% gewesen. Das ist gestiegen jetzt auf 58%. Damit ist auch der Energieverbrauch des Internets hochgegangen. In älteren Vorträgen von mir heißt das noch an 6. Stelle. Mittlerweile belegt das Internet, wenn man das als eigenständiges Land interpretieren würde, was es ja nicht ist, wenn man das als eigenständiges Land sehen würde, dann würde das Internet an dieser Stelle auf Platz 3 liegen. Das heißt, nur China als der größte Verbraucher und die USA verbrauchen mehr Strom als das weltweite Internet. Und damit belegt oder kommt natürlich auch ein gigantischer CO2-Ausstoß zustande. Das sind 800 Millionen Tonnen CO2, die nur dem Internet zugeordnet werden können. Und damit ist das Internet auf Platz 6 der Emissionen mit Deutschland zusammen. Also entspricht ungefähr der Emissionen von ganz Deutschland. Industrie, die wir haben, Haushalte, die dazukommen, alles, was da irgendwie eine Rolle spielt, zusammengerechnet, entspricht den Emissionen. Das macht 3,7% der weltweiten Treibhausgasemissionen aus. Und wir müssen uns wirklich überlegen, welche Rolle wir als Programmierer haben, weil das Ganze läuft natürlich. Die Rechenzentren, die Programme, Webangebote, bestimmte Dinge, die umgelagert werden, das sind wir. Wir sind dafür verantwortlich, dass das Ganze so passiert. Die Kunden konsumieren das letztlich und müssen sicherlich auch ihr Konsumverhalten entsprechend anpassen. Aber was können wir ändern? Und während wir in anderen Bereichen sehr wohl Wege diskutieren, wie wir den Energieverbrauch reduzieren können, wie wir Schadstoffbelastungen reduzieren können, passiert das Ganze im Digitalisierungsbereich überhaupt nicht. Da werden keine Konzepte. Das Ganze passiert also wirklich mit Vollfahrt in der Gasse, mit ausgebauten Handbremsen. So bewegen wir uns durchs Internet. Und das ist auch nie geplant gewesen. Man hat sich nie darüber Gedanken gemacht. Insofern müssen wir eben überlegen, was können wir machen, weil der Verbrauch durch die Digitaltechnologien steigt stillschweigend jährlich um 9%. Insofern gucken wir einfach mal, was wir an Informationen darüber finden. Und eine Sache, die man eben finden kann, das ist die Fraunhofer-Studie, Entwicklung des ITK-bedingten Stromverbrauchs in Deutschland. Dazu gibt es im Internet einen Abschlussbericht. Sie sehen, unten habe ich die Internetadresse mal eingeblendet. Das Ganze ist zusammen mit dem Borderstep-Institut gemacht worden. Insofern taucht sie mal als Fraunhofer, mal als Borderstep-Studie auf und liefert uns jetzt einfach mal bestimmte Fakten. Gucken wir uns den Stromverbrauch im Internet an. Dann sehen wir, dass die Rechenzentren tatsächlich ein steigendes Wachstum an Stromverbrauch haben. Wir sehen, dass der Stromverbrauch von 2010 erstmal abgeflacht ist. Viele haben ja schon von 2010 eine kontinuierliche Steigerung prognostiziert. Viele haben später dann gesagt, guck mal, das sind die Prognosen und so irren die sich. Die Prognosen bezogen sich schon auf die Rechenzentren und nicht auf die privaten Haushalte. Und natürlich hat es in den privaten Haushalten eine ganz große Veränderung gegeben. Auf der einen Seite sind die Monitore viel stromsparender. Auf der anderen Seite haben wir natürlich viel verlagert. Das, was wir früher mit dem Desktop-PC oder mit dem Notebook gemacht haben, machen viele heute mit dem Handy oder eben mit dem Tablet. Und damit ist der Stromverbrauch im privaten Bereich drastisch runtergegangen. Gucken wir uns dagegen die klassischen Bereiche ein, die der Industrie oder dem Gewerbe zuzuordnen sind, dann haben wir auf der einen Seite die Rechenzentren mit der kontinuierlichen Steigerung von 10,5 Terawattstunden pro Jahr auf 16,4, ist das, glaube ich, ich habe meine Brille nicht auf, 16,4. Sie sehen, dass im Telekommunikationsbereich, also in dem Netzverbindungsbereich, natürlich auch Kosten gravierend gestiegen sind oder Aufwände von 6,5 auf 8,6. Und Sie sehen im Arbeitsplatzbereich auch ein Abflachen. Das heißt, hier spielt dasselbe eine Rolle. Die Rechner sind leistungsfähiger geworden. Wir haben mehr Kerne zur Verfügung, engere Baudichten, Monitore sind viel besser geworden. Und auch im Netzwerk, im Arbeitsplatzbereich hat sich natürlich sehr viel verlagert in die Rechenzentren hinein.
Aber gucken wir uns wirklich den Bereich an, der im unteren, die beiden unteren Bereiche, blau und lila, die eben von 16, 17 zusammen jetzt auf 16, 24, 25 Terawattstunden pro Jahr angestiegen sind. Das ist der elektrische Energiebedarf der ITK. Und gucken wir uns das Ganze jetzt wieder genauer an, wie verteilt sich das Ganze, dann sehen Sie, dass der Serverbereich, die eigentliche Kernlast, also das, was die Server ausmacht, die Betreibung der CPUs, kontinuierlich von 3,7 über 4,3, 5,5 auf 7 Terawattstunden gestiegen ist. Auch der Storage-Bereich ist gestiegen. Natürlich, wir speichern alle Fotos ohne zu überlegen ins Internet. Wir streamen, wir machen Dinge. Damit ist der Storage-Bereich natürlich eine entscheidende Größe. Auch der Storage-Bereich ist entsprechend angestiegen. Der Netzwerkbereich, die Netzwerke sind schneller geworden. Wir sind irgendwann mal mit 1 Gigabyte gestartet. Zu dem Zeitpunkt, die 100 Megabit möchte ich gar nicht erwähnen, sind dann irgendwann schon auf 10 Gigabit gestiegen. Die WLAN-Geschwindigkeiten, die drastisch erhöht wurden, um das überhaupt möglich zu machen, was wir heute tun. Und damit ist auch der Netzwerkbereich hochgegangen. Im USV-Bereich ist das Ganze nicht so tragisch. Im Klimatisierungsbereich ist das nicht so tragisch. Das ist auch einer der positiven Effekte der Green IT. Wir müssen unsere Server heute nicht mehr so weit runterkühlen, nicht mehr von auf 20, 21 Grad. Jetzt laufen Rechenzentren und Serverräume zwischen 30 und 35 Grad. Das heißt, da haben wir eine gute Entwicklung dagegen gemacht. Und auch im USV-Segment und im sonstigen Infrastruktursegment sind die Steigerungen nicht so gravierend. Was können wir tun? Das ist die große Frage. Wenn ich sage, wir als Entwickler haben eine Verantwortung, müssen wir natürlich erstmal erkennen, dass wir ein Problem haben. Das ist immer so. Wenn wir nicht erkennen, dass hinter dem ganzen Problem steckt, passiert auch gar nichts. Natürlich müssen wir die Technologien auswählen nach dem Energieverbrauch. Und insofern steht natürlich die Frage, welche Rolle spielt die Programmiersprache? Kann man also tatsächlich eine Programmiersprache auswählen, entsprechend nach Umweltkriterien? Eine interessante Fragestellung. Und die nächste Konstellation ist natürlich, wie können wir die Programme verbessern? Wie können wir bessere Programme schreiben, bessere Algorithmen schreiben? Und da sind wir bei dem Punkt, dass die Qualifikation der Entwickler und auch der Architekten in den letzten Jahren sehr stark zu wünschen übrig lässt. Dafür gucken wir uns eine Studie an. Ich habe jetzt auch nur ein Bild davon kopiert an dieser Stelle. Das Ganze ist natürlich kein kommerzieller Vortrag. Das ist ein Vortrag, der Schulung dient an dieser Stelle, der Weiterbildung. Insofern kann ich den sicherlich in Teilen auch kopieren. Der ist in Auftrag gegeben worden. Gibt es eine Energieeffizienz? Kann man die messen über die Programmiersprachen hinweg? Das ist 2017 gemacht worden und beschreibt eben oder analysiert eben die Programmiersprachen. Die Fragestellungen, die in diesem wissenschaftlichen Papier, das ist wirklich ein wissenschaftliches Papier gemacht worden, ist, kann man Energieeffizienz von Programmiersprachen überhaupt vergleichen? Die gute Antwort, ja, man kann. Die nächste Geschichte spielt die Ausführungsgeschwindigkeit einer Programmiersprache eine Rolle bei der ganzen Geschichte. Wir alle kennen den Energiesatz, Energie ist gleich Zeit abgeforderte Leistung an dieser Stelle. Und welche Rolle spielt die Ausführungsgeschwindigkeit? Da werden natürlich gleich viele aufstöhnen von Ihnen. Die C++-Leute werden lächeln und sagen, wir sind auf der guten Seite. Natürlich ist C++ mit einem hochoptimierenden Compiler eine der schnellsten Programmiersprachen. Also, was die Ausführungsgeschwindigkeit betrifft, spielt diese Ausführungsgeschwindigkeit eine Rolle. Die nächste Geschichte ist, spielt die Speichernutzung eine Rolle? Also wie viel Speicher ein Programm verwendet? Speicher ist nicht einfach da, der muss mit Energie versorgt werden, sie müssen Daten in den Speicher laden, wieder zurückholen. Also welche Rolle spielt die Speichernutzung bei dieser ganzen Geschichte? Gibt es da irgendwo ein Ratio, über den man entscheiden kann, ein Programm, was besonders effizient mit dem Speicher umgeht, ist das vielleicht sogar günstiger als ein schnelles Programm? Und über eine wissenschaftliche Technologie, man hat also einen Versuchsaufbau gemacht, hat man die Programme selber gemessen. Wie viel Energie braucht ein Programm zum Laufen in der Zeit? Das ist auch da unterschiedlich und das kann man sich wieder vorstellen. Natürlich muss ein Interpreter neben dem Programm laufen, natürlich auch den Interpreter irgendwie am Laufen halten. Die virtuelle Maschine läuft auch mit, die können wir nicht vernachlässigen. Wir müssen also auch eine virtuelle Maschine mit in den Energieverbrauch reinnehmen. Und das ist in diesem wissenschaftlichen Papier gemacht worden. Das kann sich, wie gesagt, jeder von Ihnen runterladen. Auch hier einfach nochmal zurück zu dieser Seite und ich blende mich mal wieder aus. Dann sehen Sie unten den Link, wo Sie diese Seite finden.
die entsprechend runtergeladen werden kann. Da bin ich wieder und wir gehen wieder in die Konstellation. Und die nächste Frage, wenn Technologien eine Rolle spielen bei dieser ganzen Geschichte, wie kann ich die Energieeffizienz verbessern? In dieser Studie wird der Computer Language Benchmark GEM verwendet. Das ist eine Sammlung von kleinen Algorithmen. Es ist ein freies Softwareprojekt, wo mit verschiedenen Programmiersprachen, mit verschiedenen Paradigmen, also imperative Programmierung konventionell, gegen Objektorientierung, gegen funktionale Entwicklung, einfach die Algorithmen zusammengestellt sind, entsprechend durch ein Open-Source-Team betreut werden, verbessert werden können, verändert werden können. Und man hat sich jetzt 27 Programmiersprachen genommen, die populärsten Programmiersprachen, die momentan verwendet werden. Da ist auch natürlich Python mit bei, da ist Lua mit bei, C, C++, da ist Swift mit bei, da ist natürlich Rust mit drin als neue Programmiersprache, die ja gegen C kämpft, C-Sharp, Java, JavaScript, PHP, Ruby, also viele Programmiersprachen einfach mal genommen. Entsprechend mit diesem Computer Language Benchmark Scheme, mit CLBG abgekürzt genommen, auch hier wieder eine Wikipedia-Seite, da können Sie sich das Ganze angucken, da sehen Sie auch die verschiedenen Algorithmen. Und wie gesagt, ganz wichtig ist, das sind einfache algorithmische Probleme, verschiedene. Ich habe jetzt einfach nur exemplarisch mal ein paar dieser Tests mit rausgenommen, die da sind. Sie sehen, dass drei fetter sind als andere, Binary Trees, Fencouch, Redux und Faster habe ich einfach mal rausgenommen. Auch in dieser Studie sind die am Anfang als Vergleich mit drin und sind sicherlich sehr exemplarisch für verschiedene Probleme, die da sind. Bei Binary Tree geht es um Dynamic Memory Allocation. Da werden also wirklich dynamisch binäre Bäume aufgebaut, entsprechend neu alloziert, durchlaufen. Also es gibt ein Durchlaufen und eine Aufbauphase. Und man guckt einfach an, wie die verschiedenen Programmiersprachen mit dieser dynamischen Speicherallozierung klarkommen. Damit haben natürlich Programme, die überhaupt nicht dynamisch Speicher allozieren können, schon ein echtes Problem. Wir haben den Fencouch Redux, da geht es um reine Permutation. Da wird also eine Folge gebildet von n Zahlen. Es wird entsprechend die Permutation gebildet und sie wird neu geschaffelt. Also es wird im Grunde genommen immer geguckt, was ist das erste Zeichen. Und so viele Zeichen werden verdreht an dieser Stelle. Dann wird wieder geguckt und so lange, bis eben die 1 vorne steht, wird entsprechend getauscht. Und das wird über alle möglichen Permutationen wiederholt. Da geht es also um Arbeitsspeicheraktionen, die damit im Grunde spielen. Und wir haben den FASTA-Algorithmus, da geht es um DNA- und Proteinsequenz-Alignment. Das sind Suchalgorithmen im Speicher, wo eben nach Fragmenten vom Speicher gesucht wird und immer wieder geguckt wird und bestimmte Dinge gemacht werden. Und damit haben wir drei sehr verschiedene Algorithmen, die einfach mal in den verschiedenen Programmiersprachen verglichen werden. Und gucken wir uns das Ganze jetzt wieder an und dann als erstes gucken wir auf die Binary Trees. Ich blende mich jetzt wieder mit ein an dieser Stelle erstmal. Sie sehen, vorne ist das Ranking. Ich habe jetzt nicht immer alle 27 Programmiersprachen genommen, sondern ich habe einfach mal die populärsten und aus meiner Sicht auch wichtigsten Programmiersprachen genommen und habe sie immer verglichen. Sie sehen, das ist die Technologie, die dahinter steckt. Die ersten vier Sprachen, die hier im Compiler-Bereich, die hier im Binary Tree vorne liegen, sind alles Compiler. Und insbesondere die ersten drei auch hochoptimierende moderne Compiler. Fortran liegt immer noch mit gutem Rennen, von vielen sicherlich abgeschrieben. Sie sehen hier den Energieverbrauch, die Ausführungsgeschwindigkeit in der Spalte Time und hinten in der Spalte Memory den Speicherverbrauch, der dahinter steckt. Dann sehen Sie, dass Rust als moderne Programmiersprache tatsächlich einen wesentlich höheren Speicherverbrauch hat als C, C++ und Fortran, die jeweils relativ eng beieinander liegen. So, und gucken wir uns die Energie an, die dabei verbraucht wird, dann sehen wir hier an dieser Stelle, dass der Energieverbrauch von C und C++ relativ gleich ist. Rust liegt nicht wirklich weit dahinter. Java aber schon deutlich abgeschlagen. Also im Grunde genommen fast das 2,5-fache. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. 41, 82, das 2,5-fache an Energieverbrauch, nur weil sie sich entscheiden, Java zu verwenden. Und das ist vielleicht ein Gruß an viele der großen öffentlichen Auftraggeber, die immer wieder versuchen, mit Java entsprechend gegen C++ zu steuern, Infrastrukturen ablösen und sich dann wundern, wenn doch wesentlich mehr Server verbraucht werden.
Sie sehen, dass Pascal hier auch gar nicht schlecht mit weg ist. Auf Platz 13 der Liste, hier ist wirklich Pascal gemeint, also die imperative Sprache Pascal. C-Sharp befindet sich deutlich abgeschlagen hier an dieser Stelle hinter Java. Aber viel interessanter ist natürlich der Blick auf JavaScript, PHP und Python. Python natürlich eine sehr populäre Sprache als Interpreter. Und deswegen hier in dieser Spalte neben dem eigentlichen Energieverbrauch der Faktor, ich hätte also mit dem Java gar nicht rechnen müssen, ich hätte nur auf meine eigenen Zahlen gucken müssen, das ist der Faktor immer verglichen zu C++. Ich habe also bewusst immer C++ gewählt, nicht die schnellste der Sprachen, nicht mit dem Platz 1 verglichen, sondern immer mit dem C++ verglichen. Deswegen sehen Sie, dass der Koeffizient hier von C natürlich 0,9653 ist. Das für die dynamische Speicherallozierung. Hochinteressant an dieser Stelle, wie stark sich das auswirkt. Das ist natürlich einer der Sachen, wo die Differenz sicherlich am größten ist. Deswegen gucken wir auf das nächste, das Funcoch Relux. War die Gen, also die Permutationsgeschichte, wo im Speicher Permutationen gebildet werden. Deswegen sehen Sie, ist der Speicherbereich auch nicht sehr hoch an dieser Stelle. Das geht eben nur auf die Ausführungsgeschwindigkeit. Und hier auch wieder das Bild C, C++, Rust und jetzt taucht hier Swift plötzlich mit auf. Swift war gar nicht mit gewertet bei dem ersten Test, weil bestimmte Dinge mit Swift eben nicht möglich sind. Und damit ist das nicht zum Ergebnis gekommen. Und hier an dieser Stelle taucht Swift mit auf. Auch wieder eigentlich alle relativ eng beieinander. C, C++ als Spitzenreiter, Rust als Sprache, die besser sein soll als C++. Das hat man ja ganz klar so definiert. Das ist ja ein Angriff. Man will ja C++ damit ablösen an dieser Stelle, die damit reinkommt. Aber hier schon deutlicher abgeschlagen auf Platz 9 Java. Nicht viel besser als das, ich sag's mal wieder, alte Fortran, was eigentlich viele schon als tot glauben. Und auch hier zeigt sich wieder, Pascal befindet sich im Mittelfeld. Auch hier deutliche Distanz zu C++. Die Sprachen haben eben eine ganz andere Zielrichtung. Sie sind ganz anders angesetzt. Aber immer noch besser natürlich als JavaScript. Und auch wieder ist C-Sharp deutlich abgeschlagen hier von Java. So, und JavaScript, wenn wir hier das Verhältnis überlegen, wirklich auf Rechenleistung nicht viel bewegt, Permutationen bilden, ein relativ niedriger Stromverbrauch über die Summe und trotzdem haben wir hier natürlich einen Unterschied von Welten, also 1,88, die da mehr zu Buche schlagen. So, und auch wieder die Interpreter PHP und Python deutlich abgeschlagen. Und wie gesagt, der Wert von Python hier an dieser Stelle natürlich alarmierend. Insofern ist die Idee, Produktivsysteme vielleicht mit Python zu schreiben, zum jetzigen Zeitpunkt sicherlich noch sehr unausgewogen. Gucken wir uns den FASTA-Algorithmus an, das Suchen im Speicher. Hier spielt die moderne Sprache ganz doll ihre Vorzüge aus. Hier taucht Rust wirklich vorne auf. Rust ist eine sehr interessante Programmiersprache. Und schlägt das erste Mal C und auch Fortran, das alte Fortran, rutscht hier an C vorbei. Wir sehen auch hier natürlich eine sehr niedrige Speichernutzung mit im Spiel, weil es wird nach Sequenzen im Speicher gesucht. Es gibt auch ein eigenes Format dafür. Es gibt das sogenannte FASTA-Format, mit dem die Daten abgespeichert sind. Also die DNA-Sequenzen oder Nukleidsequenzen, die dann quasi durchlaufen werden. Aber auch hier sehen Sie wieder C++ und C sind nicht so viel hinten dran. Und wieder die Reihenfolge hier wieder beim Durchsuchen spielen Technologien von Java einen ganz großen Vorteil mit aus. Da wird auch nicht viel neuer oder viel Code immer wieder neu übersetzt, sondern es wiederholt sich ja ständig die Suche. Und hier rutscht Java mit rauf und Swift als Alternative zu C++ ist hier auf dem Platz 6. Aber auch hier wieder 4 Compiler auf dem ersten Platz. Gucken wir uns C-Sharp an. Und JavaScript, die wieder sehr deutlich abgeschlagen sind. Pascal, die sich jetzt im hinteren Bereich eher ansiedelt. Wobei 27,14 ist knapp über die Hälfte. Und im hinteren Bereich wieder PHP. Also es gibt sehr deutlich messbar Unterschiede in den Programmiersprachen, was den Energieverbrauch betrifft, die für verschiedene Probleme, für verschiedene Fragestellungen eine sehr große Rolle spielen. Warum ist C so schnell? Warum ist C an dieser Stelle so erfolgreich? Ich mache mich jetzt mal ganz klein hier in der Ecke. Ich bin immer noch zu sehen und kann
draufstauen. Das ist aus einem Buch von 1987, ne? Steht das da irgendwo? Nee, steht nicht da. Also Turbo C 2.0, das müsste so 87 gewesen sein. Borland hat ja mit Turbo angefangen, dann kamen Borland-Produkte, bis dann Bilder und Delphi kamen. Zu dem Turbo C 2.0 gab es so eine Einführungsseite, der Geist von C. Punkt 1, vertraue dem Programmierer. Punkt 2, hindere den Programmierer nicht daran, das zu tun, was getan werden muss. Die Sprache soll klein und einfach bleiben. Keep it simple ist heute noch ein Stichwort, was eine ganz große Rolle spielt in dieser ganzen Geschichte. Stelle nur einen Weg zur Verfügung, um eine Operation durchzuführen. Also nicht mal links und mal rechts und irgendwas schön, sondern straight immer einen Weg, der zur Verfügung gestellt wird. Und mache es schnell, auch wenn die Garantie der Portabilität dabei verloren geht. Und wie gesagt, damals ging es um Geschwindigkeit. Wir haben dann in den Jahren, so ab Mitte der 90er Jahre bis 2010, natürlich eher den Komfort der Programmierung erlebt. Da kamen dann alle möglichen Geschichten in die Programmiersprachen, die den Programmierer das Leben einfacher gemacht haben, aber die Programme damit eben überlastet haben, schwieriger gemacht haben, langsamer gemacht haben und wie sich eben heute auch zeigt, energieineffizient gemacht haben. So, C war immer einfach gestrickt. Und Sie haben gesehen, C hat überall im oberen Bereich mitgespielt. Fortran spielt immer noch eine Rolle heute und kennt diesen ganzen Schnickschnack überhaupt nicht. Und auch C++ spielt natürlich eine ganz große Rolle in diesem Segment. Deswegen an dieser Stelle die Entwurfsphilosophie von C++. Sie wurde als universelle Programmiersprache entwickelt, also sollte alle Probleme irgendwie lösen können. Es sollte nie die beste in einzelnen Gebieten sein, sondern sie sollte universell sein. Es wurde immer auf die statische Typisierung Wert gelegt. Das ist einerseits eine Sicherheitsfrage, wie stabil sind Programme. Auf der anderen Seite ist aber gerade die statische Typisierung einer der Gründe, warum C++-Programme im Verhältnis zu Java und Python und JavaScript-Programmen so furchtbar schnell sind. Und sie sollte genauso effektiv und portabel wie C sein. Dann sind wir bei Portable, ist natürlich schwierig für die einzelnen Plattformen, aber wir haben das immer in den Compiler gesetzt. Das heißt, die Maschinencompiler setzen die Spezialitäten der jeweiligen Plattform durch und die Compiler übernehmen die Optimierungsfunktion. Das macht kein Laufzeitsystem, das macht der Compiler. Und dabei gibt es hochoptimierende Compiler wie eben C++, Rust und auch C, die hier vorne eindeutig mitmischen. C++ wurde immer entwickelt, um multiple Programmierstile direkt und umfassend zu unterstützen, sowohl die prozeduale Datenabstraktion, objektorientierte Programmierung und letztlich auch die generische Programmierung und mittlerweile auch die funktionale Entwicklung. Also auch die funktionale Programmierung, Lambda-Ausdrücke spielen natürlich in C++ heute eine ganz große Rolle. Und wie gesagt, der Compiler übernimmt viele Optimierungsaufgaben für uns, nicht das Laufzeitsystem. C++ wurde entworfen, um dem Programmierer die Wahl zu lassen. Das entspricht eigentlich dem, was C auch hat. Er hat Vertraue dem Programmierer, das ist in C++ auch. Sollte natürlich kompatibel sein. Fließender Übergang von C nach C++ war immer wichtig. Portabilität kann auf der Strecke bleiben, also auch die Vermeidung von plattformspezifischen Geschichten, die eine Rolle spielt. Aber jetzt kommt wieder ein ganz entscheidender Punkt. Verursacht keine Kosten für Eigenschaften, die nicht genutzt werden. Das Null-Overhead-Prinzip, das in C++ fest verankert ist von Anfang an. Die Sprache sollte nicht schön sein, sie sollte nicht schick sein. Es war keine Lehrsprache, wie beispielsweise Pascal oder Basic, sondern es war immer eine Sprache, die dafür optimiert war, für Systeme die optimale Leistung zu generieren. So, und es sollte auch ohne eine hochentwickelte Programmumgebung umgesetzt oder eingesetzt werden können. Der typische Editor Notepad++ reicht auch heute noch aus, um viele Dinge in C++ sehr komfortabel zu entwickeln, ohne dass man ein ausgefeiltes Entwicklungssystem im Hintergrund braucht. Natürlich ist ein System wie die C++-Builder-IDE unwahrscheinlich wichtig, wertvoll und gut, weil sie liefert uns ganz viele Hilfsmittel und steigert unsere Produktivität als Entwickler. Aber rein theoretisch könnten wir natürlich immer noch viele der Quellcode-Programme direkt übersetzen. So, gucken wir uns das Ganze jetzt im Programm einfach nochmal an. Wir haben gesagt, C++ spielt eine ganz entscheidende Rolle. Compiler-Technologie entwickelt sich weiter. Sie sehen jetzt im Hintergrund den C++-Builder, noch der 10.4.1 ist es, glaube ich. Das ist ein Programm, was ich mal geschrieben habe, um bestimmte Dinge zu erklären. Sie sehen, hier ist was ausgeklammert. Es gibt eine Klasse T-Test.
die hat einen Integer-Wert, ich habe hier einen Konstruktor, einen Kopier-, einen Initialisierungskonstruktor, einen vollständigen Konstruktor, der diesen Int-Wert hier quasi empfängt. Ich habe den Kopierkonstruktor, immer eine konstante Referenz als Kopierkonstruktor. Ich habe hier ausgeklammert mal den R-Value-Konstruktor an dieser Stelle, ganz bewusst, ein Destruktor, Zuweisung, ein Conversion-Operator, um aus diesem Element einen Int-Wert zu machen. Operatoren für C++, immer eine ganz wichtige Geschichte, eine sehr leistungsfähige Geschichte. Sollten Sie sich immer entsprechend auch zurechtlegen und aufbauen. Und einfach mal ein Shorthand-Operator, das ist der Plus ist gleich, Minus ist gleich. Also diese Operatoren werden als Shorthand bezeichnet. Das heißt, ein Shorthand für das Plus ist gleich zur Verfügung gestellt. Und das Ding macht eigentlich nichts anderes, als das zu tracen. Hier steckt ein Konsolenprogramm hinter. Hier habe ich die eigentliche Implementierung. Sie sehen, dass dann hier die Funktion Test 2 erstmal sich meldet und sagt, ich bin gestartet. Und das, was Sie hier sehen, ist eine direkte Rückgabe. Ich initialisiere also den Rückgabewert mit 5. Hier an dieser Stelle eine benannte Rückgabe. Das heißt, ich speichere mir über den Aufruf von Test 2 das Ergebnis in ein Datenelement val. Und dieses Datenelement wird zurückgegeben. Um mit der Optimierung zu sprechen, das wäre eine sogenannte Named-Return-Wert-Geschichte, die hier hinter spielt. Hier im oberen Bereich eine Unnamed-Return-Wert-Optimierung, die eine Rolle spielen könnte. Und die Funktion Test, die Test 1 aufruft, wieder eine Zuweisung, die hier mit im Spiel ist. Unser Shorthand-Operator, der jetzt aufgerufen wird. Das heißt, ich gucke, was passiert in dieser Funktion, wenn da noch was passiert. Also wenn nicht nur es eine dumpfe Kopiererei ist, die dahinter steckt. Und das Hauptprogramm holt sich den Wert x, wandelt den um in eine Integer-Variable, der Conversion-Operator, die Variable wird ausgegeben. Und hier am Ende ist er fertig. Ich habe hier nochmal einen Scope eingebaut, einen Block eingebaut. Der sorgt dafür, dass wenn dieser Block hier verlassen wird, er also hier in dem Breakpoint steht, die Variable auch schon freigegeben wird. Das ist das Schöne. Wir haben in C++ natürlich die optimale, vollständige Kontrolle über den Arbeitsspeicher. So, und jetzt gucken wir uns das Ganze mal mit dem klassischen aktuellen Compiler an. Das ist ein älterer Compiler, sieht das Ganze noch fataler aus, weil einige werden jetzt schon anfangen, im Kopf zu rechnen und werden sagen, okay, hier, das kriegt er vielleicht noch hin, aber hier ist auf jeden Fall eine Kopie mit im Spiel und noch eine Kopie in den Rückgabewert, weil das sind ja ganz schlechte Rückgabewerte, das sind Werte, die ich übergebe, nicht Referenzen oder irgendwas anderes, und ich gebe da einen Wert zurück. Hätte ich wahrscheinlich in meiner Studienzeit tatsächlich eine 5 für kassiert, da hörten die Zensuren bei 5 auf. Und hier an dieser Stelle dann mit dem Operator dazu. Und gucken wir uns das Ganze an mit dem klassischen Compiler. Also hier dieses Programm im Moment mit dem klassischen Compiler übersetzt. Ich führe das Ganze bis zum Breakpoint aus. Gucken wir uns das Ganze an und Sie sehen hier an dieser Stelle jetzt das Bild. Und es ist nicht ganz so schlimm, wie Sie vielleicht erwartet haben, aber nicht ganz ohne. Sie sehen, dass die drei Funktionen aufgerufen werden. Initialisierungskonstruktor wird aufgerufen mit der 5. Ich gehe hier an dieser Stelle mal nach oben, dann sehen Sie, hier ist die Funktion, hier wird 5 an dieser Stelle zurückgegeben, das wird als T-Test zurückgegeben, damit baut er hier über den Initialisierungskonstruktor, das muss ich nicht explizit machen, das macht C++ für mich, baut er hier entsprechend eine Größe auf, dann wird ein Copy-Konstruktor aufgerufen, immer noch mit dem Wert 5, das ist nicht etwa dieser Übergang hier, den kriegt auch der klassische C++-Compiler schon wegrationalisiert, sondern das ist der Kopiervorgang, der hier hintersteckt. Das heißt, wenn Test 2 liefert ein Ergebnis zurück und speichert das nach val rein, damit wird hier natürlich ein Destruktor aufgerufen. Das Element, was hier oben ursprünglich erzeugt wurde, geht weg und wird entsprechend zerstört. Dann wird der Shorthand-Operator aber schon direkt aufgerufen. Das ist unsere Operation, die wir hier haben. Dann gibt es wieder einen Copy-Konstruktor. Dieser Copy-Konstruktor, das ist diese Zeile, die wir hier haben. Die muss natürlich, diese Zeile, die wir hier haben, muss natürlich auch irgendwie wieder kopiert werden. Das ist das Gleiche, was wir hier oben an dieser Stelle gesehen haben. Dann erfolgt die Conversion, das heißt, der Conversion-Operator wird aufgerufen, gibt den Wert 8 zurück. Dieses Value ist 8, das ist unsere Ausgabe, die hier steht. Und Sie sehen, der Destruktor wird aufgerufen. Also wie gesagt, das kann schon der klassische Compiler im C++-Builder. Wenn Sie einen älteren Compiler verwenden, vielleicht ein C++-Builder 5 oder einen noch älteren C++-Compiler, dann hätten Sie unendlich mehr Kopiervorgänge.
Das heißt, natürlich ist die Compiler-Technik immer weiterentwickelt worden. Die Compiler haben sich verbessert. Und wir können auch den klassischen Compiler ein bisschen auf die Sprünge helfen. Und dafür gibt es das Swappen. Ich breche das Ganze mal ab an dieser Stelle. Und wir nehmen mal diesen Kommentar hier raus und gucken, ob er das nimmt, weil eigenartigerweise sieht das so aus, dass er unter bestimmten Bedingungen das einfach nicht mitkompiliert. Wenn er eine kleine Änderung hat, das heißt, hier gebe ich ihm jetzt einen R-Value-Operator mit dazu. R-Value, eine Technik von C++11, die wir verwenden können, die wir unbedingt einsetzen sollten in unseren Programmen, wo Inhalte von Klassen quasi geändert werden. Das heißt, der C++-Compiler erkennt selbstständig, dass er bestimmte Inhalte nicht mehr braucht und verwendet den Speicher dann quasi neu und swappt ihn dafür aus. So, damit haben wir, was die Destruktion betrifft, immer noch denselben Ablauf. Wir haben denselben Umgang wie mit Copy und Destruktor, aber es ist wesentlich effektiver, weil die Inhalte nicht neu aufgebaut werden müssen, sondern es werden nur Speicheradressen verschoben. So, gucken wir uns das Ganze an. Ich führe das Ganze wieder aus. Ich habe nichts am eigentlichen Programm geändert. Ich habe nur was an der Klasse geändert. Und gucken wir uns das Programm an. Und Sie sehen, Initialisierungskonstruktor aufgerufen, R-Value-Konstruktor aufgerufen. Das heißt, er gibt die bisherige Variable auf und initialisiert sie neu. Und insofern sehen Sie auch, dass der Destruktor-Wert hier undefiniert ist. Das heißt, er nimmt den alten Inhalt, hängt ihn unter die neue Variable und das, was bei der neuen Variable stehen würde, noch undefiniert ist, nicht initialisiert wurde, das wird einfach weggeschmissen. Das ist bei größeren Datenstrukturen natürlich wesentlich schneller als ein Kopiervorgang, wo eins zu eins kopiert werden muss, zugewiesen werden muss. Hier haben wir einen Integer-Wert, aber stellen Sie sich eine Klasse mit vielen Datenelementen vor, die anstatt einfach zugewiesen übernehmen werden, gerade wenn auch Strings, Zeichenketten eine Rolle spielen. Wir haben den Destruktor, der aufgerufen wird, unseren Shorthand-Operator. Wieder ein R-Value, auch hier erkennt er wieder, dass die Variable danach nicht mehr benötigt wird, dass die ein Wegwerftyp geworden ist, eine Wegwerfvariable, und ändert quasi über den R-Value-Operator von sich aus, das macht der C++-Compiler, den entsprechenden Wert. Also Sie sehen schon, lernen an dieser Stelle, C++11, sich mit R-Values beschäftigen, kann Ihr Programm schon deutlich beschleunigen, ohne dass der Algorithmus verwendet wird. Und jetzt nehmen wir den modernen Ziellängen-Compiler. Sie alle wissen, was dazu passieren muss. Ich halte den Debugger ein, rechte Maustaste auf die Anwendung, Option, jetzt dauert das ein bisschen, diese Projektsteuerung, bis die sich aufbaut. Wir haben hier den C++-Compiler, hier Use Classic Borland-Compiler auf False gestellt. Das sollte wirklich bei all Ihren Projekten passieren. Ich speichere das Ganze ab. Ich mache hier einen Clean mal drauf, damit er auch wirklich weiß, dass wir ihn hier geändert haben. Ach, nicht das Tupel um Gottes Willen, sondern ich gehe hier an dieser Stelle hin und sage, build die Anwendung, mache sie also neu. Da sind wir durch. Da steckt ja Gott sei Dank nicht viel drin. Und jetzt gucken wir uns das moderne Programm an mit dem C++. Ziellängen-Compiler mit dem moderneren der beiden Compiler-Welten, die da drin sind. Ist immer noch ein 32-Bit-Programm. Ich habe also nicht 64-Bit-Programm gemacht an dieser Stelle. Und Sie sehen jetzt ganz einfach mal den Ablauf, wieder die Funktion, die aufgerufen wird. Er geht in die Funktion Start, in Test rein, Test 1, Test 2. Er geht also entsprechend rein. Die oberste ruft dann auf. Er springt ja immer erst rein. Initialisierungskonstruktor mit dem Wert 5 wird aufgerufen. Das ist wieder hier unsere Stelle, die hier da ist. Hier wird also eine Variable erzeugt durch den Aufruf return gleich 5, die hier als Wert übergeben wird. Das nächste, was passiert, ist der Shorthand-Operator. Das heißt, diese Funktion hier wird komplett wegeliminiert. Da passiert nichts mit den Daten, die ist schon da. Sie sehen auch, dass die Breakpoints da drin stehen. Die ist also nicht komplett wegisoliert, weil da nichts passiert, sondern die Speicherbenutzung in dieser Funktion spielt gar keine Rolle mehr. Er nimmt den Speicher, den er hier ja verliert. Er weiß ja, dass diese Variable, die hier temporär erzeugt, als Rückgabewert danach nicht mehr gebraucht wird. Das heißt, er kann sie hier einfach weiterverwenden. Und damit Sie sehen, dass das wirklich funktioniert, deswegen ist diese Funktion Tester drin, dass hier auch wirklich was drin passiert, sehen Sie, dass hier der Shorthand-Operator aufgerufen wird. Der neue Wert ist 8, 5 plus 3 ist 8.
Dann sind wir beim Conversion-Operator schon angekommen. Hier an dieser Stelle, das ist unser int gleich x gleich w, also auch diese Zeile hier spielt speichertechnisch überhaupt keine Rolle, vom Compiler wegoptimiert. Er nimmt den Stack-Speicher der Funktion darüber und baut ihn jetzt ins Hauptprogramm ein, in den Stack. Das heißt, so wie wir das Ganze gelernt haben, spielt es in der heutigen Zeit eigentlich gar keine Rolle mehr. Und Sie sehen, dass hier ein Destruktor da aufgelöst wird. Und wir sind uns alle einig, das ist jetzt ein simples Programm, was einfach mal sichtbar gemacht wird durch die Trace-Funktion. Aber Sie sehen, was ein moderner Compiler ausmacht. Und damit ist es auch wirklich sträflich, in der heutigen Zeit noch mit älteren Compilern oder auch mit dem klassischen C++-Compiler weiterzuarbeiten, weil es für Sie als Programmierer bequem ist. Weil Sie haben die Zahlen gesehen, Sie haben die Veränderungen gesehen. Und überlegen Sie sich, welche Verantwortung Sie für die Umwelt entsprechend übernehmen. Und jedes unserer Programme, Sie werden jetzt sagen, so wichtig ist das nicht. Das Programm spielt vermeintlich natürlich erstmal keine Rolle. Nur die Menge aller Programme macht es. Programme, das Internet, das sind nur Programme. Das ist kein reales Leben. Und an dieser Stelle muss man eben immer überlegen, was kann man da machen und welche Compiler-Technologie setzt man ein. Und jede Compiler-Variante, die kommt, also wenn eine neue Compiler-Variante kommt, nicht der neue Builder, sondern wenn der C-Lang, der da drunter ist, sich aktualisiert, neuen Sachen anpasst, immer dann gibt das eine Leistungsverbesserung, die deutlich spürbar ist und die Sie auch entsprechend mitnehmen sollten. Oder gucken wir erstmal, welche Rolle Algorithmen spielen. Hier einfach ein Programm Algorithmus, was ich mal geschrieben habe, um eine Sache zu visualisieren. Wir alle kennen die Fibonacci-Zahl, ich habe immer versucht oder ich versuche in Schulungen immer was Greifbares zu erreichen, Fibonacci-Zahlen. Und was können wir mit der Fibonacci-Zahl machen? Dann gibt es drei Möglichkeiten, die zu berechnen. Ich habe das einfach so gemacht, dass hier eine Auswahlbox steht. Hier ist die Anzahl von Berechnungen und hier wird eine Einzelberechnung gemacht und hier wird eine Serie von 20.000 abgefeuert. Weil natürlich sind im bestimmten Bereich die Unterschiede nicht wirklich zu sehen. So, und jetzt gucken wir uns die Algorithmen an, mit denen das Ganze umgesetzt wurde. Hier ist ein Weight-Cursor einfach, das sind die Zahlenausgaben, die optimiert werden, das Form-Create, die Button-Click-Methode und Sie sehen, einmal wird Fibonacci 1, 2 oder 3 aufgerufen und hier haben wir ausgelagerten Funktionsbereich. Auch das wieder ein gutes Programmieren an dieser Stelle, weil das ist ein reiner C++-Bereich. Es spielt Oberflächenspielereien und sowas keine Rolle. Wenn Sie Berechnungsfunktionen haben, machen Sie reine C++-Funktionen. Weil C++, Sie haben es gesehen im Vergleich zu Delphi oder zu anderen Programmiersprachen, ist nun mal wesentlich schneller. Und das ist nicht, weil wir das sagen, sondern das ist messbar, deutlich messbar an dieser Stelle. Und insofern konzentrieren Sie sich auf C++, wenn es ums Rechenzeit geht. Und um die C++-Typen. Und hier sehen Sie unsigned long long, eine Fibonacci-Zahl, die werden sehr schnell sehr groß. Deswegen das Maximum, was ich rausholen kann unter Windows. Sie sehen hier eine wunderschöne rekursive Umsetzung dieser Funktion. Wenn der E-Count kleiner ist als 2, dann nimmt der E-Count, ansonsten ruft er die beiden Vorgänger auf. Die Fibonacci-Folge definiert sich 1, 1, 2, 3, 5, 8. Also immer die beiden Vorgänger ergeben das nächste Glied. Und wunderbar rekursiv umgesetzt. Die schönste Formel im dieser ganzen Konstellation. Ich kann jetzt auch hingehen und kann sagen, ich bin Mathematiker, ich baue dann Schätzverfahren. Hier spielt natürlich das N eine sehr große Rolle. Bei der mathematischen Schätzung wird das N nie eine Rolle spielen. Wir müssen uns aber klar sein, dass das ein Näherungswert ist. Das heißt, der wird sehr schnell an Gültigkeit verlieren. Das heißt, irgendwann stimmt das Ganze nicht mehr. Wenn Sie mit Näherungsformeln arbeiten, dann müssen Sie nicht ein exaktes Ergebnis erwarten. Und deswegen hier an dieser Stelle einfach mal die Implementierung, das Imperative, zwei Vorschleifen oder eine Vorschleife, die durchläuft, die das Ganze entsprechend abprüft, die Werte ausgibt und die im Verhalten von n anzeigt. Also das ist ein lineares Wachstumsverhalten. Die rekursive Funktion ist ein exponentielles Wachstumsverhalten. Exponentiell haben wir alle kennengelernt, das ist ein ganz schlechtes Wachstum in den letzten Monaten. Und die Näherungsfunktion wird immer in derselben Zeit durchlaufen. Egal wie groß der Wert ist, die Berechnungszeit ist immer die gleiche. Der erste Funktionsaufruf ist in der Regel immer ein bisschen langsamer. So, wie gesagt, drei mögliche Algorithmen. Jede von denen hat eine Gültigkeit, hat Einschränkungen und kann entsprechend verwendet werden. Wir gucken jetzt mal in das Programm und sagen, okay, ich habe hier die rekursive und möchte für eine Fibonacci-Zahl von 40 das Ganze berechnen.
Und Sie sehen, dass er hier 780.000 Mikrosekunden gebraucht hat. 102 kommt raus. Gehen wir auf die sequentielle Methode, dann sehen wir, das ist nicht mehr messbar. 0 Mikrosekunden. Weil Sie hätten vielleicht hier schon gesagt, ist ja schon eine gute Zeit. Ne? 0,7 Sekunden, so schlimm ist das ja nicht. Aber die Variante ist natürlich unschlagbar und auch die mathematische Variante wird uns hier 0 Mikrosekunden liefern. Deswegen hier diese Serie, die gebildet wird, ich rufe das jetzt nicht hier mit den 0,78 auf, ich rufe das jetzt also bewusst mal für die mathematische Variante auf. Und Sie sehen, dass er in 68.000 Mikrosekunden fertig geworden ist, nicht Millimikrosekunden fertig geworden ist. Die Ergebnisse stimmen hier mit 40 auch noch überein zu der Berechnung. Und wenn wir hier jetzt die sequentielle Methode wählen und rechnen das Ganze durch, sehen wir, dass der Unterschied, diese 0 Mikrosekunden, sich natürlich auf einer größeren Menge von Rechenoperationen schon sehr wohl unterscheidet, dass hier die imperative Form tatsächlich die beste ist. Und auch das ist ein Resultat von dieser Studie, mit der ich eingeleitet bin. Compiler sind leistungsfähiger als virtuelle Maschine, ist leistungsfähiger als Skript oder Interpretersprachen. Die Reihung hat sich eindeutig über alle Tests entsprechend ergeben. Und insbesondere spielen die vier optimierenden Compiler vorne eine ganz entscheidende Rolle. Also C, C++ oder 3 Rust, die mit reinfuhrwerken. Und auf der anderen Seite imperative Programmierung, objektorientierte Programmierung, funktionale Programmierung. Das heißt, wenn Sie rein Algorithmen auf Problemlösungen sehen, ist die imperative Programmierung leistungsfähiger als die objektorientierte Programmierung, was die Energieeffizienz betrifft. Und dann erst kommt die funktionale Entwicklung, die natürlich hyperschnell wird an bestimmten Stellen. Aber das zeichnet sich nicht durch alle Algorithmen aus. Und dann spielt natürlich eine Multiparadigmensprache wie C++ eine sehr große Rolle. Das heißt, wir können über diese Algorithmen sehr viel verändern und sehr wohl Dinge verändern. Und insofern hier auch an dieser Stelle nochmal ein drittes Beispielprogramm. Nehmen wir mal an, das ist der Live-Event. Er soll das beenden. Dann müsste das eigentlich dieses Programm hier sein, das heißt Test. Ja, das ist es auch. Und wir starten das ganze Programm jetzt einfach mal. Dann sehen Sie, dass es einfach eine Anwendung ist, wo es um Synchron, Asynchron geht, um Datenbanktechnologien hier mit ADO gelesen. Nicht asynchron, wenn ich jetzt hier auf Processing gehe, ich drücke jetzt einfach mal drauf, dann sehen Sie, da unten steht die Vorbereitungszeit, das ADO-System wird initialisiert, das sind die Delphi-Klassen, die Sie kennen, nur direkt programmiert in der eigenen Schnittstelle und Sie sehen, dass das Lesen beginnt und ich kann Ihnen jetzt wirklich 3-4 Minuten was erzählen, weil er wird zu lange brauchen, das Ergebnis zu finden. Und der Hintergrund ist die ADO-Technologie, die uns das als Programmierer so schön einfach macht. Das heißt, wenn wir eine ADO-Datenmenge haben, dann wird die immer zwischengespeichert für uns. Wir können das noch so perfekt machen. In dem Programm wird wirklich ein Vektor angefordert. Der wird vorneweg, ich gucke also, wie viele Datenelemente werden gelesen, die dabei rauskommen. Also 384.860 Datensätze möchte er einlesen. Relativ lange Datensätze, Postleitzahl, Ort, Straße, Stadtbezirk, übergeordneter Stadtbezirk, Dezimalkoordinaten, Latitude und also Breite und Längengrad, die mitgespeichert werden als Doppelzahlen. Also das ist ein relativ langer Datensatz. Und ich fordere den Speicher vorneweg an. Nur macht das ADO nicht. ADO kriegt den ersten Datensatz, zweiten, dritten. Und jetzt ist dann für uns als Programmierer bequem einfach mal ein Datenpuffer zwischengelegt. Dadurch können wir diese ADO-Datenquelle nehmen und können die sofort mit dem Grid verbinden. Sie kennen das vielleicht noch von DB Express am Anfang, dass wir immer ein Dataset nehmen mussten und das zwischengespeichert haben. ADO nimmt uns diese Arbeit ab. Und das ist das, was wir hier im Moment bezahlen und warten. Ich möchte an dieser Stelle auch gar nicht länger warten. Ich breche das Ganze ab hier und starte das Programm einfach nochmal. Ich habe wieder nichts geändert, das Ganze ist ADO, aber jetzt starte ich das Ganze in 22 Threads. Jetzt werden Sie sagen, ich habe vorneweg 8 Prozessoren gesagt. Die 22 macht auch die Menge jeder einzelnen Datenmenge kleiner. Und damit habe ich ein exponentielles, also hier an dieser Stelle ein logarithmisches Abschwächen pro Thread. Irgendwann kippt das Ganze durch den Mehraufwand, der durch die Threads betrieben wird. Aber wie gesagt, führen wir das Ganze einfach mal aus. Sie sehen, die Zeit, die er zum Initialisieren braucht, ist annähernd die gleiche.
Jetzt liest er das aber in 18 Tasks, hat er das eingebaut. Ich habe 22 gesagt, 22 könnte er maximal nehmen. Er teilt das ein bisschen unsauber auf. Das heißt, die erste Datenmenge ist voller als die andere. Und jetzt sehen Sie, hier sind die Daten visualisiert. So schnell ist das Ganze gegangen. Das heißt, das eigentliche Lesen hat er beendet in 12,5 Sekunden über den Daumen. Dann hat er noch die Berechnung durchgeführt. Er rechnet nämlich nebenher auch noch, und zwar immer die Distanz zum Fernsehturm hier drüber. Das heißt, die kleine Gertraudenstraße 4 liegt im Stadtbezirk Mitte, ist 975,5 Meter vom Fernsehturm weg. Und das ist der Winkel, in dem der Fernsehturm liegt. Also er macht eine sehr komplexe und auch aufwendige Berechnung noch parallel. Das wieder mit C++, wieder mit einer Partition an dieser Stelle und dem eigentlichen Sortieroperator. Und Sie sehen, dass die Berechnung 423 Millisekunden gedauert hat. Also danach sucht er alle Straßen raus, die im Umkreis von 1000 Metern liegen. Ich möchte nicht alle Berliner Straßen anzeigen, sondern hier ist halt Schluss. Sie sehen die dichteste 28 Meter neben dem Fernsehturm, die Adresse, die weiteste 99,99. Das heißt, er partitioniert und sagt, alle, die im Bereich 1 Kilometer sind, die kommen auf die linke Seite, alle anderen kommen auf die rechte Seite. Dann sortiert er auch nur diesen linken Bereich, also den kleineren Bereich, entsprechend durch. Und Sortierung dauert damit 16 Millisekunden, also ist doch gewaltig. Und 1653 Adressen treffen auf diesen Bereich zu. Die werden dann in 1,187 Sekunden ausgegeben. Das ist Multithreading. Jetzt können Sie natürlich auch die Technologie ändern. Wir alle kennen C++-Bilder und auch Delphi hat natürlich ADO. Wir haben auch noch die BDE. Wir haben ganz viele nutzen auch noch die BDE. Die wird noch schlimmer an dieser Stelle. Wir können natürlich auch FireDuck verwenden. Was passiert, wenn wir FireDuck nehmen? Und jetzt, dass wir uns ein bisschen Mühe gemacht haben, was die Schnittstelle betrifft, ist das für mich jetzt nur eine Zeile, die ich auskommentieren muss und ändern muss. Sie sehen hier, habe ich meine SQL-Server-Konstellation für ADO. Und hier habe ich sie für FireDuck. Wenn Sie sich dafür interessieren, gehen Sie auf unseren Videokanal, den wir haben, unter Altec Systemhaus GmbH. Da finden Sie dieses Video dazu, wo das Ganze beschrieben ist, oder eine ganze Reihe von Videos, wo das Ganze beschrieben wird. Ich führe das Ganze jetzt wieder aus. Jetzt, wie gesagt, nicht mehr ADO. Jetzt passiert das Ganze mit FireDuck. Und wir machen keine Threads. Ich habe ja gesagt, die eigentliche Ursache, der Geschwindigkeitsvorteil lag hier an dieser Stelle nicht mal unbedingt in den Threads. Der Vorteil lag in den kleineren Datenmengen, weil die ADO zwischengespeichert hat. Sie sehen hier oben mit FDAC, mit FireDAC. Das heißt, ich lasse das asynchron weg und wir gehen auf Processing. Wir sehen wieder das Initialisieren, Datenbankverbindung muss hergestellt werden, das kostet ein bisschen Zeit. Jetzt geht er in das eigentliche Reading und Sie sehen, dass hier unten im unteren Bereich sich nicht furchtbar viel geändert hat. Und das Lesen auch in 5,977 Sekunden abgeschlossen war. Das heißt, 4,5 war ADO mit 22, maximal 22 Threads, produktiv mit 18 Threads. Hier jetzt FireDuck wieder in einem Strang gelesen, also eigentlich schlechter. Trotzdem sind wir nicht wesentlich langsamer im Verhältnis zu den 4 Minuten, die der andere gebraucht hätte. So, und auch hier habe ich natürlich die Möglichkeit, das Ganze zu threaden und mit parallelen Threads hochzufahren. Sie sehen auch hier wieder die 18 Threads, der Pack-Algorithmus, mit dem er sich die einzelnen Sachen zusammenbaut, ist der gleiche. Und Sie sehen, dass hier das asynchrone Lesen sogar länger dauert. Das ist der Mehraufwand, der in den Threads steckt, der hier betrieben wird, weil immer wieder initialisiert werden muss, vorbereitet werden muss. Also wie gesagt, wir als Programmierer, wir haben das in der Hand. Wir müssen nur unsere Werkzeuge beherrschen. Wir müssen lernen, hier entsprechend umzugehen und Dinge zu machen. Und damit blende ich wieder diesen Film ein, mit dem ich begonnen habe. Diese Impressionen, die ich mit meiner Kindheit verbinde und für die wir letztlich Verantwortung sein müssen. Und natürlich hat Corona hier auch einen ganz großen Weg gemacht, dadurch, dass wir jetzt mit dieser Technik zu Ihnen kommen, dadurch, dass wir viele Kunden beraten. Ich bin von der Kilometerleistung von knapp 30.000 Kilometern im Jahr zurückgefallen auf letztes Jahr unter 1.000 Kilometern, wie ich mit dem Auto gefahren bin. Und ich habe ein Batterieproblem gekriegt und zwischendurch andere Probleme gekriegt, einfach weil wir nicht gefahren sind. Aber wir haben unsere Kunden genauso weiter betreut. Wir haben 2020 mehr Umsatz generieren können bei gleichen Preisen als 2019.
Und das wird nicht verloren gehen. Das heißt, wir können natürlich viele Geschäftsreisen tatsächlich jetzt auch zukünftig, auch nach Covid, dadurch eliminieren, dass wir virtuell viel enger und viel effizienter zusammenarbeiten können. Das ist ein Teil. Wir können natürlich auch überlegen, bestimmte Nutzungen zu reduzieren, unsere Hardware. Wir können bestimmte Dinge wieder offline zurückholen und müssen dafür nicht das Netz strapazieren, sondern können dann hier im Unternehmen Dinge machen. Aber die Hauptverantwortung, die wir als Entwicklungshäuser, als Entwickler tragen, liegt in dem effizienten Programmieren, indem wir unsere Programmiersprache lernen, indem wir uns mit neuen Dingen beschäftigen. C++ hat eine rasante Entwicklung gemacht, C++ 11, 14, 17, was ja jetzt vom C++-Builder unterstützt wird. Wir haben auch schon C++ 20, was leider noch nicht unterstützt wird, was hoffentlich bald kommen wird. Ich hoffe also auch, die Verantwortlichen bei Empagadero wachen an dieser Stelle endlich mal auf und erkennen, dass es vielleicht nicht so wichtig ist, Linux für Delphi zu liefern oder Mac, eine neue Mac-Form für Delphi zu liefern. Und vielleicht auch in bestimmten anderen Bereichen, sondern dass es eben wichtig ist, dass wir unseren Teil dazu beitragen können, effizienter und moderner zu programmieren. Dafür müssen wir aber auch lernen, wir müssen das Ganze auch annehmen, um das wieder in Richtung Delphi zurückzubringen. Delphi hat natürlich viele Dinge von C++ übernommen in den letzten Jahren. Da ist plötzlich die parallele Bibliothek, die eindeutig natürlich die Handschrift von C++ trägt. Da sind die, ich weiß jetzt gar nicht, wie sie heißen, die Variablen, die direkt initialisiert werden, also auch mit so einem unglücklich gewählten Namen. Inline-Variablen hat man die, glaube ich, genannt. Die da sind. Auch in Delphi natürlich die Möglichkeit, über Closures und anonyme Funktionen in die funktionale Entwicklung zu gehen und Dinge ganz doll zu beschleunigen und auch mit Multithreads zu gehen. Und auch Ihnen muss klar sein, dass nicht die Klassenhierarchien unsere Programme ausmachen, sondern die Funktionen. Natürlich ist in der Klassenhierarchie immer eine Funktion, aber die imperative Programmierung ist tatsächlich die energieeffizienteste Programmierung, mit der wir den größten Beitrag teilen können. Und wenn wir sehen, wenn sich die Zahlen nochmal angucken im Nachhinein und sehen, wie die Unterschiede zu JavaScript, es geht nicht darum, dass wir jetzt die Webanwendung eliminieren. In der Webanwendung ist JavaScript optimal. Sie können Ereignisroutinen mit umsetzen, Sie können das Datenvolumen reduzieren, das geladen wird, weil Sie nicht immer die ganzen Seiten neu laden, weil Sie Intelligenz mit in die Webseiten reinbringen. Aber es kann nicht sein, dass wir unsere bestehenden Funktions- oder Anwendungslandschaften von C++ oder auch Delphi in Richtung Java, C#, Python und vielleicht JavaScript schieben, um da entsprechende Dinge zu machen. Und damit verabschiede ich mich. Ich hoffe, ich habe Ihnen ein bisschen was von dem vermitteln können, was mir wichtig ist. Ist auch ein bisschen bei Ihnen hängen geblieben. Denken Sie nochmal zurück an den Earth Day, der knapp bevorsteht und der doch eine sehr große Rolle spielt. Hier an dieser Stelle nochmal die Kontaktdaten von Empagadero mit übergeblendet, die Ihnen zur Verfügung stehen, mit denen Sie Empagadero entsprechend erreichen können. Jetzt gehe ich in die falsche Richtung raus, ich wollte hier den Weg freimachen, damit Sie das Bild im Ganzen haben. Also Empagadero bietet moderne Compiler sowohl für Delphi als auch für C++ an. Informieren Sie sich über die Konditionen, dass Sie das entsprechende Update machen können, dass Sie eine Subscription haben und wirklich mit aktuellen Compilern arbeiten und nicht mit veralteten Technologien weiterarbeiten und sagen, irgendwie funktioniert das Ganze schon. Das wäre so, als wenn Sie ein altes Auto aus den 80er Jahren haben, was noch mit verbleitem Benzin fährt und hinten kommt der Ruß rausgeschossen aus dem Auspuff und Sie fahren damit durch die Stadt und sagen, irgendwie fährt das Auto ja schon noch. Es fährt ja auch noch, klar. Nur die Frage ist, was ist die gesellschaftliche Konsequenz daraus? Und auch die Programmierung hat immer eine Umwelt. Komponente mit im Spiel, für die wir Verantwortung tragen. Und damit entlasse ich Sie in den nächsten Vortrag. Wie gesagt, ich hoffe, es hat Ihnen auch ein bisschen Spaß gemacht.